So, Lieblingsthema, Porträts. Deswegen starte ich auch mal direkt. Ich habe hier einen super Model vor mir, der Flo. Der wird mir heute mal assistieren. Und was es primär bei Porträts zu beachten gibt. Was es primär bei Porträts zu beachten gibt mit dem Handy ist, geh ja nicht zu weit ran. Guck einfach mal ganz gerade in die Kamera. Wenn man jetzt dieses Bild anschaut, hat er nämlich ein ganz verzerrtes Gesicht. Die Brille ist übrigens so groß. Also wer Cartoons haben will, der macht das. Aber für schöne Porträts ist es nicht geeignet. Ein weiteres Don't. Jetzt hier von so unten fotografieren, vor allem je nach Lichtsituation. Wenn man es nicht kontrollieren weiß, lass das erstmal bleiben. Fotografier lieber dein Porträtmodel frontal oder von leicht oben. Das sieht immer direkt besser aus. Ja, perfekt. Und einfach mal weggucken. Genau. Schon mal chillig. Schöne Perspektive suchen. Achtet auf die Drittelregel wieder. Ja, ganz genau so. So bekommt er schon sehr, sehr. Schau mal in die Richtung. Ja, mega, das gefällt mir gut. Ja, mega. Ihr seht schon, ich bin in meinem Metier. Genau. Ja, super Blick. Bleib mal. Ich komme jetzt mal einmal ein bisschen von oben. Ja, mega. Mag ich. Perfekt. Ihr seht, gar nicht so schwierig mit Porträts. Geht bitte, bitte, wie gesagt, nicht zu nahe hin. Nehmt ihn lieber ganz Körper drauf oder schneidet hinterher aus. Dann solltet ihr gewappnet sein für ein perfektes Porträt. Oder? Jetzt war noch eins ganz Körper. Guck mal rechts raus. Ja, okay. In Sachen Porträts auch noch ein bisschen was zu beachten. Ein bisschen ist auf das Licht auch zu achten. Wenn ihr zum Beispiel knaller Sonnenschein ist, jetzt gerade ist halt schön bewölkt. Da ist relativ egal, da kann ich ein bisschen spielen mit Schatten und Licht. Aber wenn jetzt die Sonne komplett knallt, im Sommer zum Beispiel, dann stelle ich die Paare meistens so hin, dass sie mit dem Rücken zur Sonne sind. Mag man nicht meinen, aber ja, es sieht sehr, sehr schön aus, weil wenn ich die andersrum drehe, bekommen die die Sonne komplett ins Gesicht, haben dann so verkniffene Augen, was auf den Bildern meistens nicht schön aussieht. Zum Beispiel bei Gruppenbildern oder so, bei Hochzeiten oder halt ganz normalen Porträts wirkt es halt nicht schön, wenn die Leute so verkniffen gucken, weil die Sonne halt sehr blendet. Und genau da ist auf jeden Fall drauf zu achten. Was man auch machen kann, ist im Laufen fotografieren. Heißt, wenn ich mich ein bisschen bewege, die Person läuft auf mich zu oder ich laufe mit der Person, habe ich die Möglichkeit, ein bisschen ungestelltere Fotos zu machen. Es wirkt einfach ein bisschen lockerer, als wenn ich die Person irgendwo hinsetze, mach mal die und die Pose. Wirkt halt alles ein bisschen natürlicher, ungestellter, finde ich immer sehr schön. Probiert es auch gerne mal aus. Das ist ein cooler Tipp und kann man einfach so zwischendurch einfach mal ausprobieren. Genau, mal ein bisschen von oben fotografieren, heißt, dass das Gesicht nicht so verzerrt wird. Genau, und ihr habt da meistens auch nicht so ein Doppelkinn. Heißt, wenn ich jetzt so mache, oder von unten fotografiere, sieht man mein schönes Doppelkinn. Und wenn ich den Winkel einfach ein bisschen ändere, dass das Handy oben ist und ich quasi den Winkel so nach unten habe, habe ich halt ein sehr schönes, sehr schönen Winkel. Macht die Menschen auch meistens sehr, sehr schön. Und genau, damit kann man halt schön spielen. Was man bei Porträts natürlich auch super machen kann, ist mit dem Handy. Ich habe ja bei dem 12er die Möglichkeit, in den Porträtmodus zu gehen. Gerade halt für Porträts super geeignet. Und da habe ich halt verschiedene Einstellmöglichkeiten. Ich kann natürliches Licht einstellen, Studiolicht, und kann da halt experimentieren. Und das kann ich im Nachhinein auch noch einstellen. Und ich kann halt mit der Blende spielen. Ne? Ich kann halt sagen, ich möchte den Vordergrund, also die Personen, die ich fotografiere, möchte ich scharf haben und der Hintergrund unscharf.
Das ist halt sehr, sehr cool und gibt mir halt noch ein paar Möglichkeiten, das Bild zu verändern. Ne? Ich kann euch das einmal kurz zeigen. Dann probieren wir jetzt mal aus. Genau, und hier seht ihr einfach, dass der Hintergrund schön unscharf ist und die Person vorne schön scharf ist. Genau, sehr cool. So, auch schöne Fotos. Genau, ich kann mal hier ein bisschen verändern. Auf Studiolicht oder Konturenlicht. Das ändert so ein bisschen das Gesamtbild. Und wenn ich jetzt hier oben auf die Blende gehe, dann ist die jetzt aktuell bei 2,8 eingestellt. Und umso höher ich jetzt mit der Blende gehe, umso mehr Tiefenschärfe kriege ich. Heißt, ich sehe hinten das Schloss noch viel, viel mehr, als wenn ich jetzt eine Blende von 2,8 nehme. Ja? Heißt, wenn ich in dem Bild etwas hervorheben möchte und der Hintergrund soll schön unscharf sein, dann nehme ich eine geringe Blende. Und ansonsten, wenn ich halt viel auf dem Bild haben möchte oder viel erkennen möchte, dann nehme ich eine relativ hohe Blende. Genau. Und das kann ich halt mit dem Handy auch sehr, sehr schön einstellen. Genau, probiert das gerne mal aus und wir sind mal gespannt auf eure Ergebnisse.